So, hallo, grüß euch Burschen und Mädels. Ich bin heute wieder mal in der Mission unterwegs, dass ich ein neues Fahrrad fahren darf. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Und zwar habe ich jetzt hinten auf dem Fahrradträger das Powerfly von Trek 9.9 LT. Das heißt, ein Elektrofahrrad mit 150 mm hinten, 160 mm vorne, Fuchsfahrwerk, Bosch Performance CX Motor und es ist die Carbon-Top-Version. Sogar Carbon-Laufräder sind drauf, Carbon-Kurbeln, also wirklich vom Feinsten das Teil. Richtig geil. Ich nehme euch mit, bleibt dran, schaut, wie meine Eindrücke so sind. Also, bis gleich. Also das erste, aber ist seit langem wieder eMTB. Geil. Dann haben wir mit der neuen Karre. Bremsen ging ja noch nicht so. Sau geil. Er freut sich schon richtig geil. Wahnsinn. Zusammengebaut hat das KL Bikes. Die haben auch ziemlich viele Testräder, was das anbelangt, und sind gut ausgestattet. Also, wenn es uns braucht, schaut es mal vorbei. Also, das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Was? E-Bike fahren. Krass. Jetzt war ich ja in Saalbach. Ja. Und da bin ich ja die ganze Zeit eben mit dem normalen Enduro gefahren. Und wenn du es mit dem wieder fährst, so stabil. Läuft. Aber was ich geil finde beim eMTB, diese Mini-Vibrationen, die hast du halt einfach nicht so. Genau. Das ist schon ziemlich geil. Weg. Brutal. Einer von den Home Trails hier in Regensburg. Aber der. Mit den kürzeren Kurbeln merkt man auf jeden Fall beim Hochtreten, dass ehrlich gesagt schon einiges angenehmer. Aber Vorsicht, da ist eng und gerade rum. Die neue Motorbedatung gefällt mir eigentlich auch recht gut. Und schon. Ich fahre jetzt schon aus dem letzten Loch. Leck. Also Puls 176. Also, ich würde sagen, ist eigentlich gar nicht anstrengend. Ja. Ist wie wenn man nichts tut auf der Couch. Ah, da jetzt der Weg. Da sind eigentlich schon immer relativ hohe Wurzeln drin. Ja. Und da habe ich mit den normalen Kurven Probleme gehabt. Ja. Ich bin eigentlich immer aufgesessen. Ja, aber halt. Und da, egal. Wenn du halt blind dahin drappelst. Ja, da hast du immer zuschauen müssen. Aber jetzt geht das so auch. Was auf jeden Fall cool ist, das ist die 12-Gang-Schaltung. Weil berghoch hat es mir dann doch immer ein bisschen gefeit. So ein Zwischengang war immer nicht schlecht. Aber der ey. Irgendwie dran gewöhnen. Ja, leck. Alles macht schon wieder Bock. Wahnsinn, hey. Und schauen wir mal, jetzt der neue Walk-Modus, der ist eigentlich schneller. Yeah! Also da kann man sich wahrscheinlich also draufsetzen oder so, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall schneller wie vorher, der Walk-Modus. Das ist halt schon angenehm, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Ich komm wieder runter. Warte mal, warte, dort. Also, geht jetzt der Schiebemodus allein? Nein, warte mal. So witzig. Was? Schiebemodus? Alter, das geht? Schiebe. Ah, also es ist aber schon zart. Warte, jetzt wieder schneller. Oh, okay. Das ist das mit nicht treten. Also gerade da ist nicht Eisschlupf, aber da gibt es schon auch Gas. Abriegeln tut das Gerät immer noch bei so
26, 27. Also eigentlich ganz angenehm. Was noch ein bisschen klappert, sind die XT-Bremsbeläge. Die Originaler mit den Kühlrippen. Was oft nur so eine Frage ist, wann schaltet sich der Motor zu, wenn man tritt? Ich werde das jetzt nochmal kurz demonstrieren. Und zwar, schauen wir mal, ich trete und sage dann, wenn er tritt, wenn er Gas gibt. Jetzt. Genau. Schauen wir nochmal. Und ja. Also eigentlich, wenn man richtig Druck aufs Pedal gibt, zur Vorderbremse, dann gibt er eigentlich gleich richtig Gas. Also der rammt dann leicht hoch und dann geht es rund. Also nichts mehr mit einer Kurbelumdrehung und dann geht's los. Yeah. Ach so, die Reifen sind übrigens auch ziemlich cool. Die neuen Bontrager XR4 in 2.8. Yeah. Yeah. Oh, oh. Also, gehen wir doch noch mal kurz durch, was hier so an dem Fahrrad jetzt noch gemacht worden ist von mir. Ich habe hier ein paar Spezialsachen dann noch dran gemacht, nach der Auslieferung. Hier zum Beispiel mache ich immer so einen Schrumpfschlauch drauf. Ich werde den Schrumpfschlauch, der ist eigentlich immer ziemlich praktisch gegen einen Kratzer, werde ich mal unten verlinken. Ansonsten habe ich hier immer am Unterrohr nochmal so eine sehr, sehr dicke, ja, so ein dickes Butylklebeband. Das ist 3 mm dick. Das ist sehr, sehr effektiv gegen Steinschläge am Unterrohr, weil es eben auch den Aufprall dämpft. Das verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall, was sehr, sehr positiv bei dem Track ist, ist es dieser Unterrohrschutz. Da habe ich jetzt vorher gerade schon einen Stein richtig dagegen bekommen, also der hat richtig geknallt. Aber der macht wirklich Sinn und ist sehr effektiv. Ansonsten, diese Kettenführung hier, das ist auch nicht normal und auch nicht bei jedem eMTB drauf. Hier sind noch die Anschlüsse unterm Oberrohr. Hier kann man noch einen Flaschenhalter, Werkzeug oder sonstiges eben dran machen. Ich habe jetzt eben eine Pumpe. Der Flaschenhalter selber ist jetzt auch dran und ist sehr robust und in einer guten Position. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das Rad jetzt probieren kann und dass ich das Rad fahren kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Hobel. Man wird ja immer ein bisschen angeschaut auf der Straße damit, also es ist ganz interessant. Weil auf den ersten Blick weiß man nicht ganz, ist das jetzt ein eMTB oder ist das ein normales Enduro. Ist auf jeden Fall echt eine feine Sache. So, da haben wir ein bisschen enges Trail geballert. Jetzt geht es gleich wieder bergab. Also am Anfang recht steil, ich muss ein bisschen aufschauen, das ist ja sehr steinig wie Sex, aber es geht eigentlich schon gut. Juhu. Bitte! Eieiei! Also ich fasse zusammen, plus das Gewicht ist top, mit den Carbonlaufrädern geht das also noch mal viel schneller, dann der Schiebemodus, der ist auch gut, ein bisschen schneller, taugt auf jeden Fall, kurze Kurbeln, da habe ich mich ehrlich gesagt schon lange drauf gefreut, die sind schon eine feine Sache, vor allem wenn es so wurzelig dahin geht, ja, die Gabel ist der Wahnsinn. Richtig geil. Die Zugstufe arbeitet jetzt irgendwie noch mal viel feiner. Oder zumindest die Kombination aus Zug und Druckstufe. Es ist länger. Es ist noch mal ein bisschen mehr bergabmäßig. Carbon-Parts, wo man hinschaut. Also von der Ausstattung her, für das, dass es ein Top-Modell ist, ist echt super. Da kann man bei anderen
Hersteller eigentlich nur schaue. Treten muss man immer noch selber. Minus. Aha. Ja. Bremsen sind ein Top-Upgrade. 4 Kolben Shimano XT. Richtig geil. Die packen zu. Also ist auf jeden Fall eine sinnvolle Evolution. Und ganz wichtig, die Optik. Also das ist schon echt mittlerweile ziemlich schnieke. Richtig sexy geworden das Teil. Schön schwarz. Taugt mir. Also bleibt dran. Lasst ein Abo da. Daumen nach oben, war cool, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus.